Hallo. Hallo. Ja, das ist ein FIFA. Warum rede ich eigentlich? Mich hört man eh nicht. Sag du es. Okay, wir spielen ein FIFA-Turnier vom Let's Player Forum mit 16 Mannschaften. Erstellt vom super schönen, wundervollen, guten Mr. Green Iron, weil der so toll ist und das organisiert hat. Das wollte ich einfach nochmal sagen. Und das ist der Typ, der gerade redet. Ja, wunderbar. Also ich find's cool und deswegen mache ich mit und jetzt ja spielen wir Bayern gegen Arsenal. Erste Runde. Schnee, wir wollen doch nicht bei Schnee spielen, oder? Regen auch nicht. Kann es nicht ändern. Wenn du in Teammanagement gehst und zurück, dann ändert sich's. Jetzt ist trocken. Ja, wollte ich gerade sagen. Bei mir steht trocken. Ja. Start. Okay, starten. Start! Start! Ja, die eine Sekunde kannst du noch warten. Oh, Thomas Müller, der macht jetzt ein Tor. Ja, mein Wohlkurz hat auch ein Tor gemacht. Ja, Tor, mit links. Mit Was rechts. du spielst mit Arsenal, oder? Ja. Gut zu wissen. Warum? Keine Ahnung. Ohne Poldi. Ja, ohne Podolski, leider. Das wird nichts. Wir Wir begrüßen spulen vor, Sie dann geht's und schneller. freuen uns auf ein Ja, schon hoffentlich gut. unterhaltsames Fußballspiel. Ihre Oh. Kommentatoren Frank Buschmann und Manny Beuth. Ich bleib mal auf ausgeglichen. Die erste Begegnung der Oh, Saison oh, für oh. diese Konkurrenten und sicherlich nicht die letzte. Ist bitte noch nicht ein Tor. Volle Flanke! Danke. Aus Das wäre jetzt dieser Ecke ärgerlich. ist nichts geworden, der Ball wieder beim Gegner. Boah, bist du gerade auch so nervös? Ja, schon. Im Turnier ist man nervöser. Gomez. Oh Mann. Ja, komm, komm, komm. Keita attackiert. Gib Gas. Gib Gas. Jetzt aber. Jetzt zieht er ab. Nein. Ja, Oh, den hat er super rausgeholt. das wäre ein Dudeltor Sensationelle gewesen. Ich Parade. glaube, das. Und schon ist der gegnerische Und wie war es Angriff gesagt, wir dürfen unterbunden. gleich auch ablegen. Wir machen alles rein, was geht. Richtig? Bitte? Wir pussen vorm Tor rum, also wir legen quer. Er attackiert ihn, er will den Ball. Von mir aus kannst du es machen, aber machst ich du mach doch das auch, oder? sowieso nicht. Ja, ich mach's eigentlich so gut wie nie. Nicht? Oh. Nee. Aber ich Einfach. treffe allein vom Tor nicht deswegen. Oh. Und der ist Jetzt könntest du allein zum Beispiel machen. dadurch. Per Kopfball. Ah, der ist weg. Ja, mein lieber Mann, einmal zweiter Stock, bitte Oh, Herrn ich glaube, Unterwäsche. ich hätte eigentlich schon Tor machen müssen. Darin scheitert es bei mir bestimmt. Ich werde die besten Chancen haben, aber kein Tor So machen. zerstört man das Angriffsspiel des Gegners. Nein! Jetzt komm! Schön, ihn aber jetzt Das nach vorne war jetzt aber kein Elfmeter. Habe ich auch nicht gesagt. Ja, aber der Spieler wollte es wahrscheinlich, wie der gefallen Toni Kroos. Ja, normal. Er will keinen Elfmeter. Ja, stimmt. Nein! Schön abgefangen, dieser Ball von Philipp Lahm. Spiel. Da freut sich der Oh, schade. Trainer. Tja, und bei diesem Ich sollte es Ballverlust, da sitzen sieht lassen, er das kann ich ganz nicht. schön alt aus. Mikel Arteta. Ja, wie der Ball da Lol, durch die das eigenen gibt's ja Reihen nicht. läuft. Fantastisch. Das ist spannend. Zu spannend, wenn du mich fragst. Ja. Was für ein niedlicher kleiner Roller. Wollt einfach schießen. Nicht die ganz große. Oh, wohin spielt denn der? Wer, von Persi? Nee, der Alter. Also Wieso das verliere ich darf den Ball? überhaupt nicht passieren, Das sieht man in sonst dieser nie. Situation den Ball zu verlieren. Achtung! Nein! Der wäre fast drei noch gegen Mann, das Neuer war und aber dann knapp. rein. Ribéry. Das wäre ärgerlich. Okay, jetzt hatten wir beide eine Riesenchance. Aber ich glaube, deine war größer. Und wenn jetzt die Flanke noch gut kommt, er hat super gespielt, gute der Ball. Flanke. Tja, die Flanke ist kein Problem da hinten für die Abwehrspieler. Ja, was? Danke. Ja, was war denn? Schon toll. Ja, ich will nicht widersprechen. Ja, das war natürlich ein toller Schuss. Walcott. Nein! Da bringt er den Fuß noch dazu. Nein! Ah. Immer in Ecke. Ja, das muss Eckball. Das sind so unnötige Fehler, ne? Ja. Die macht man eigentlich nie. Ja, das ist echt schade. Dann nimmt man auf und dann. Ja. Schlimm. Vor allem beim Turnier. Ansonsten wird's gehen. Oh, komm, Boateng. Kopfballchance. Nein! Ist doch klar, der hat das Netz gestriffen. Warum habe ich so einen guten Gegner in der ersten Runde? Das ist total unfair. Das ja, finde ich das auch sind natürlich scheiße. Genau die Oh, Situationen, die man im kann ich Training verteidigen. einstudiert. Sehr, sehr guter Versuch nach dieser Ecke. Sieht man, glaube ich. Gomez. Da ist es, das fleischgewordene Strafraumgespenst. Gomez. So, verlagern wir das Spiel mal. Spiel mit mir. Komm, komm, komm. Vorlage. Nein!
Nein. Ah, das ist meine Chancen wieder. Jetzt nochmal Boateng. Bei manchen Ecken wird's gefährlich, aber hier kriegt der Gegner den Ball. Ribéry, schon ich den? Oder du? Nee, ich. Ach, schade. Einwurf. Och, den wollte ich abfangen. Ja, das habe ich auch gesehen. Hat nicht so geklappt. Ein wunderschönes Zuspiel. Ball weg von meinem Tor. Steht goldrichtig. Jetzt wäre er auf deins. Das gefällt mir dann besser. Gomez. Oh, den eingelocht, den aber hast du verloren. Und jetzt Robin van Persie. Na doch, man ist nicht schnell genug dafür. Hast du schon die FIFA 13 Demo gespielt? Noch nicht. Aber das soll extrem mit dem Ballverspringen sein, habe ich gehört. Ja, das ist auch. Wenn er jetzt einen Home... Ja! Scheiße! Ja! Oh Mann, nein! Mikel Arteta. Das ist jetzt ärgerlich. Ach, Mensch. Das ist echt extrem mit dem Ballverspringen. Wenn er jetzt ein bisschen fester kommt oder hoch, der Ball, dann wird es nichts. Dann kann er ihn gar nicht annehmen, gescheit. Und ich meine, das sind Profis. Eigentlich müssen die das ja können. Ja. Müller. Gut, behindert euch selbst beim Ball annehmen. Alaba. Gomez. Jawohl. Und der kommt genau an. Ach. Jawohl, abgefangen. Scheiße, jetzt stehe ich unter Druck. Und ich bin ein bisschen beflügelter. Denke ich mir. Ich ein bisschen weniger. Ein Ballverlust dieser Art. Aber jetzt erst recht. Gomez. Ach komm. Jetzt kann den Ball nicht annehmen. Von Arsenal. Und eine Grätsche von Bastian Schweinsteiger. Arjen Robben im Ballbesitz. Wohin? Jetzt der Ball in den Nein! Ja, wohin? Und Ribéry holt sich die Kugel. Jetzt gibt doch hin. Abwehrverhalten, aber in Ballbesitz Och, kommen sie nicht. Mensch. Walcott. Die Fans, sie freuen sich über solche präzisen Abwehraktionen. Nein. Zweites darf ich jetzt nicht unbedingt kassieren, das wäre ein bisschen schade. Jetzt kann der Torwart sich... Ach, sogar Abstoß. Zum Abstoß zurechtlegen. La, 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 la. Zu zweit ins Aus abgedrängt. Komm, komm. Ach. Das war jetzt ein bisschen gefährlich von mir gerade. Ja. Dieser Passversuch. Ja, ist halt zum anderen Mann angekommen. Oh. Scheiße. Jetzt müsste er flanken. Nein. Und die Situation ist bereinigt. Nee, nicht im Ernst. Keine Sekunde hat er gezögert, der Schiri. Es gibt Elfmeter. Warum? Oh mein Gott, ich werde verschießen, glaub mir. Nein. Also das ist jetzt ärgerlich für mich. So kühl, so überlegt. Ich kann meine Glückshormone Gefühle gerade gar nicht ausdrücken. Denke ich mir. Und ich muss ein bisschen offensiver spielen, aber dann passiert sowas. Ne, nicht vor der Halbzeit noch ein 3-0, das wäre bitter. Toni Kroos. Komm, das hole ich noch, Alter. Das hole ich noch auf. Ich muss mir einreden, dann schaffe ich es auch. Vielleicht nicht. Das war eine Bilderbuchflanke. Die sah im Ansatz gut aus. Jetzt pfeift er bestimmt ab gleich. Und jetzt ist die Halbzeit angebrochen. Gute Gelegenheit. Ich werde ruhig. In der Kabine die guten Vorsätze für dieses Spiel nochmal zu diskutieren. Das ist doof. Gute erste Halbzeit. Und ja, aber du bist auch in den Statistiken besser. Ja, denn, jetzt muss ich aufholen. Es noch einiges an Gesprächsbedarf geben. Jetzt erstmal gleich das Anschlusstor. Arjen Robben im Ballbesitz. Philipp Lahm. Aber ich weiß nicht, ich glaube, bevor ich in Führung gegangen bin, da war das Spiel, sah das Spiel eher so aus, als wäre das deins, weißt? Ja, jetzt irgendwie nicht mehr. Aber jetzt kommen die Chancen. Jetzt pass auf. Schöner Pass. Und der Abwehrspieler ist genau zur Stelle bei dieser Flanke. Ach, dann wird den noch ab. Der Abwehrspieler da mitgespielt hat. Den Ball noch abgefälscht. Möglichkeit jetzt. Wird das was? Jawohl. Nein. Jawohl. Ausgleich. Weiter. Nein. Anschluss. Ja. Hauptsache, Gomez stolpert noch über den Torwart drüber. Aber das war gut gespielt. Und er macht's mit rechts von da. Sensationelles Tor. Schau's dir an. Warum mit rechts von da? Walcott. Das ist perfekt für den Linksfuß eigentlich, aber egal. Jetzt bin ich motiviert gerade. Oh.
Ja, super. Abseits. Abseitsentscheidung korrekt. Ja, ein gutes Stück. Ja. Ich hab's auch gesehen, als ich X gedrückt habe. Oh, es laggt. Ja, bei mir jetzt auch kurz. Ja, sehen, wie viele Frames hast du? 60. Ich hab 30 gerade nur. FIFA ist heute nicht so. FIFA mag mich heute nicht. Philipp Lahm mit einer Grätsche. Nein, 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 nein. Toll, wie er das macht. Und nein! Oh, wenn das drin wäre, das wäre. Das war knapp. Gomez. Wohin denn? Nein! Schön gemacht! Oh, nein, nein! Ernsthaft! Jetzt macht die Badstube auch noch die Vorlage. Das gibst du nicht. Schoss dir an. Oh Mann. Eine sehr erfolgreiche Grätsche. Schweinsteiger am Ball. Mist. Und jetzt Robin van Persie. Wow. Wenn der durchkommt. Arjen Robben den Ball. Wohin? Schiedsrichter legt sich fest, komm. Es gibt wo waren das denn Foul? Mensch. Der Schiedsrichter hat immer recht. Ja, okay. Sicher in der Ballbahn. Nee. Ein satter Schuss von Robin van Persie. Wenn die Verteidiger ihm weiterhin so viel jetzt habe ich nicht mehr, jetzt bin ich nicht mehr so beflügelt. Er das ausnutzen, das ist genau seine Distanz. Und warum ist da keiner dran? Krasse Abwehrarbeit, gutes Stellungsspiel. Oho. Und den Schuss abgeblockt. Fallrückzieher. Mach's doch noch. Nein. Das ist gefährlich an der Stelle. Lol. Im Zweikampf den Ball. Scheiße, wie spiele ich jetzt gerade? Das gibt's ja gar nicht. Ja, jetzt sind bei mir auch nur 30 Frames. Aber jetzt geht's wieder. Ich schieb's auf die Frames. Schön mit dem Kopf. Nee, ich weiß ja gerade, jetzt ist er im Ausbau. Er hält ihn fest. Er hat den Ball, der Torwart. Robben, gib Gas. Du bist schnell. Ja, warum? Ja, danke. Jetzt läuft er in die Mitte. Setzt sich schön durch. Gehalten zunächst. Komm, bitte. Bitte, jetzt mach na Schiedsrichter. Nein! Schweinsteiger! Das gibt's nicht. Aber oh, es ging anders wieso aus. Mach ich solche Tore da nicht? Da kriegst du Ärger mit deinem Trainer, wenn du die Chance so liegen lässt. Ja, krieg ich Ärger mit meinem Trainer. Nein, der geht ins Aus. Danke. Auch wenn Javinho noch schnell ist, aber so schnell war er dann auch nicht. Ja, Gott sei Dank. Nein. Was soll das? Jetzt flank ihn doch, Mensch. Auch bei dir Frames ein Bruch da jetzt nicht mehr. Ja. Und sie verlieren den Ball. Oh, jetzt muss ich aber schnell. Lahm. Ja, das war Glück. Ja, der Pass kommt an. Das ist jetzt doof für dich, glaube ich. Jawohl. Hopp. Oh mein Gott! Ich glaube, das wird. Das wird eine enge Kiste. Oh. Da. Egal, weiter. Warte, ich muss. Ach, ich kann nicht. Ja, ich muss dann kurz wechseln danach. Ich war nicht nur schon mal vor. Okay. So, ich muss jetzt erstmal offensiver werden. ja. Okay, jetzt bringe ich noch einen Stürmer. Wen bringen wir denn? Olic kommt noch. Okay. Weiter? Jo, warte, ich wechsle auch noch hier hinaus. Gut. Okay, jetzt kann weitergehen. Komm, lauf! Nein! Jetzt habe ich Frame-Einbruch gerade gehabt. War nicht so gedacht. Philipp Lahm hat den Ball. Komm! Oh, super. Ja! 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 Jetzt ist alles wieder auf. Den wollte ich gerade auswechseln. Oh mein Gott. Nein, Alter. In der 77. jetzt. Oh. Ich muss gleich wieder umstellen, die. Ja, das ist dann wohl der die Formation. Unglaublich. Ja, da wird auf beiden Seiten fleißig gewechselt. Ja, da sieht der Keeper. Tut mir leid, aber jetzt spiele ich nicht mehr mit drei Verteidigern. Genau vor die Füße des Stürmers. Und der macht das Ding natürlich rein. Ja, dann.
Ja, Ribas. Ich sehe schon, wie ich das jetzt noch verliere. Oh Mann. Ja, also Olic halt jetzt linker Verteidiger. Ständig wird hier auf dem Platz die jetzt habe ich Frame-Einbruch. Ich weiß nicht, ob die Spieler damit klarkommen. Ja, also es wirkt auch im Moment so, dass diese Flexibilität ein bisschen viel für die Mannschaft ist. Ist aber auch nicht einfach, da immer zu folgen. Die Möglichkeit. Nein! Nein! Boah! So nein! Wunderschöne Flanken. Hier haben wir das Gegenteil gesehen, der Gegner. Oh, das wäre es jetzt gewesen. Und eine Grätsche von Bastian Schweinsteiger. Nein. Abseits, abseits, abseits. Pfeif. Pfeif doch. Ah, danke, Ball. Ja, da sollten Sie den Ball lieber nicht verlieren. Spiel. Ribéry. An der Stelle möchte kein Spieler den Ball verlieren. Mikel Arteta. Scheiße, es ist spannend. Und jetzt Robin zu Hampus. Spannend. Ja, 3-3. Nein, nein, nein. Oh, eine wunderschöne Traumkombination. Philipp Lahm mit einer Oh, weg Kretsch. Damit, weg. Scheiße, ja. Nein! Moment, ganz wichtig ist der Abwehrspieler da. Jetzt ist erstmal ein bisschen. Da hat er ach, schade. Meine Güte, ich bin gerade am Zittern. Ich auch. Das gibt's gar nicht. Ah, jetzt habe ich wieder 60. Das ist toll. Jetzt geht's ab. Jetzt habe ich 60. Ein Sieg, das oh, doch wieder 30. Sie können sich mit dem Unentschieden, so steht's hier im Augenblick, immer noch nicht anfreunden. Nee, ich freue mich nicht mit dem Unentschieden an. Grätsche von Arjen Robben. Mikel Arteta. Und jetzt Robin van Persie. Lauf doch dahin, Boateng. Ja, so kann es weitergehen. Schöne Attacke in der Nähe der Seitenlinie. Boah, bei mir. Müller. Bei mir springen die Frapstyle, das gibt die Frame-Dinger, wie sagt man. Oh, ich kann nicht mehr reden. Olic. Wenn nur eine Minute Nachspielzeit, das kann es doch nicht sein. Müller. Nein. Pfeif ab, pfeif ab, pfeif ab. Danke, oh Gott, scheiße. Ach, wir haben es noch gar nicht gesagt, wir machen im nächsten Spiel jetzt Golden Goal. Genau. Oh Mann. Das ist jetzt doof. Ja. Und das riecht nach Unentschieden. Gibt hier keine Verlängerung. Das wäre viel spannender. Zu spannend. Da stimmen Sie mir sicherlich zu. Machen wir gleich hinterher, oder? Ja. Also das heißt, das nächste Tor entscheidet. Genau. Gut, oh je. Ich muss pinkeln. Ah, bis gleich. Bis gleich. Boah. Oh je. Nein. Ich dachte, ich hatte es dann so. Nein. Oder ich habe gedacht, ich bin weg. Ah. Ist das Teammanagement noch? Nee. Haben wir jetzt keinen Versuch starten, ne? Gleich, ich muss nur noch kurz David Alaba bringen. Okay. Okay. Getroffen lassen. Golden Goal. Jetzt wird's spannend. Hilfe, ich will nicht. Wir haben Tor gemacht. Ich auch. Da sind wir wieder zusammen und freuen uns auf die Partie. Frank Buschmann und Manuel Reutmann jetzt irgendwelchen Mist bauen. Jetzt in der zweiten Minute das Tor, oder? Kann er sich den Ball holen? Nein. Das Spiel ohne gut. Ball funktioniert. Du brauchst schon ein bisschen länger. In der letzten Partie so, ja. Oder doch, du schaffst es vielleicht doch in der zweiten Minute, bauen. Glück. Na, so schnell nicht. Das war unnötig. Ah, doch, gut. Ja, hab ich auch das war unnötig. Toni Kroos. Boah, bei mir ist es gerade nicht so schön angenehm flüssig. Gomez. Das war unnötig. Auf der Außenbahn holt er sich den Ball zurück. Ah, mit der Hacke, ganz lässig. Toni Kroos. Zweikampf um den Ballbesitz. Ribéry kämpft und grätscht. Sania. Walcott. Nein, nicht so darf aufs Tor kommen. Ah, geht jetzt aus. Das hat ach, nee. Was ist das für eine Flanke? Hab ich mir auch gedacht. Manchmal geht's auch daneben, wie in diesem Fall. Ribéry. Ach scheiße, so unnötige Ballverluste. Walcott. Nein. Nein, den kriegt er sogar noch. Schöne Flanke. Also für gleich weg. Diese Flanke wirklich. Was ist, wenn es jetzt 0-0 ausgeht? Ich denke nicht, dass das 0-0 ausgeht. Oh mein Gott. Wow.
Weg damit. Arjen Robben im Ballbesitz. Toni Kroos. Ich fange jetzt auch nicht an mit FIFA 13, da habe ich dann das Gegentor kassiert. Das 1-0. Walcott. Nein, nein. Boah, wie laufe ich denn? Weg da, weg. Oh Gott, schieß ihn doch weg, Lahm. Du Idiot. Nein, nein, nein. Ach, Mensch. Ich dachte, jetzt habe ich verkackt. Ich bin so angespannt. Ja, ich auch. Das war nicht mein Foul, weil ich auf Passen gedrückt habe. Jetzt startet er durch. Nein, nicht durch die Mitte da durch. Nein, nein. Oh Gott. Der war schlecht. Ich darf dich nicht ans Tor kommen lassen. Und das denke ich mir auch die ganze Zeit. Aber die hat ja bis jetzt noch gut geklappt. Ich bin noch nicht vom Tor. Und warum kommt der an? Robin van Persie. Gut. Man weiß es ja vorher nie so genau. Was bringt der? Foul. Gut. Oh, schlechtes Zweikampfverhalten. Was sagt ja, komm, mach mal einen. Ich will jetzt endlich ein Tor machen. Also ich bin der Turnierhersteller, ich darf noch nicht raus. Ich bin mit Bayern. Walcott. Ich bin deutscher Rekordmeister und ich bin im Konter. Das ist bitter. Ja, hier könnte sich eine Chance entwickeln. Nein, nein, nein. Jetzt gibt's eine Möglichkeit für Arsenal. Ja, ah, Neuer, du bist. Neuer, du bist ein Gott. Eckball für den FC. Scheiße, Alter, das war jetzt. Neuer. Aus dieser Ecke ist nichts geworden. Und der so Gegner ist schon wieder am Ball. Oh Gott, das war jetzt gerade, Alter. Ich hab fast einen Herzschlag bekommen. Meins hat ausgesetzt. Arjen Robben an den Füßen. Ja, super. Und jetzt Robin van Persie. Nein, du kommst immer so ja, weiter vor als ich vor's Tor. Warum schaffe ich das jetzt nicht mehr? Oh. Ribéry. Jetzt der Ball in den Reihen von Arsenal. Tja, das Ball her. Nicht nein. Sicher. Schade. Nein. So sieht ein Pass aus. Komm, 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 komm. Das muss es sein. Nein. Und jetzt ins Tor. Oh, nein. Das sah nicht ungefährlich aus. Nein. Gut, ich habe auf LB gedrückt aus Versehen. Aber abseits. Nee, doch nicht. Nein, was nicht. Scheiße. Das war die Chance. Oh, jetzt hatte ich noch eine größere Chance, glaube ich, als du. Weil, und gleich drei am Stück. Gomez. Da ist es. Und der muss drin sein. Na super, jetzt habe ich verkackt. Wunderbarer Pass. Ah, und dann noch so eins. Oh, tut mir leid, aber ich musste den sicher machen. Oh mein Gott. Alter. Ja, wo steht oh denn der Torwart-Buschi? Mein Herz. Das wird er sich, wenn er sich diese Bilder nochmal anschaut, sicherlich selbst auch. Oh, es tut mir echt leid, dass ich so ein Scheiß-Tor gemacht habe, aber. Wir haben das Führungstor. Ja, gesehen. Dann war's das. Der FC Bayern hat's erzielt. Ja. Aua. Und, ja. Alter. Und eine Grätsche von Bastian Schweinsteiger. Und bis zur nächsten Runde. Klasse, ja, also mir seht ihr ja nicht mehr. Ein gutes Spiel, wirklich. Ja. Das ist echt gut. Das hatte nur ein doofes Ende für mich. Ja. Nun denn, okay.